Wir blockieren hier die Zerstörung durch Tesla. Tesla will die Gigafactory verdoppeln. Wir haben hier Baumhäuser gebaut, um uns in den Weg zu stellen. Hier sollen über 100 Hektar Wald gerodet werden im Trinkwasserschutzgebiet, was die Wassersicherheit der Bevölkerung hier gefährdet. Aber nicht nur hier wird das Trinkwasser gefährdet, sondern auch dort, wo die Rohstoffe für die E-Autos abgebaut werden. Dazu zu nennen ist das Lithium-Dreieck mit Bolivien, Chile und Argentinien. Wir stehen hier für eine klimagerechte Zukunft. Dazu gehört in allererster Linie soziale Gerechtigkeit. Es kann also nicht sein, dass hier ArbeiterInnen in der Fabrik ausgebeutet werden, dass hier gewerkschaftliche Organisierung verhindert wird und schlechter Arbeitsschutz herrscht. Wir sind solidarisch mit allen Beschäftigten hier vor Ort. The climate justice fight is an anti-colonial, anti-racist, feminist and anti-imperialist fight. A fight against exploitation of land and resources, environmental destruction of most affected people and area. Congo, Niger Delta, Abiela, Palestine, and the list goes on. We are here to protest against Tesla and against the exploitation of the natural resources in Global South. Ja, was wir brauchen, ist eine Mobilität für alle Menschen. Das heißt öffentlicher Nahverkehr, den sich auch alle Menschen leisten können und keine Luxusschlitten, die 2 Tonnen wiegen, um eine Person zu bewegen. Ja, es ist nicht nur so ein Problem hier vor Ort, sondern eine systematische Krise und die heißt Kapitalismus.